Als erster, den ich da aufrufen darf, ist Tagesordnungspunkt 19, die Beherbergungssteuersatzung. Und in der Fraktionsrunde beginnt heute die FDP-Fraktion. Herr Blödner. Ah, jetzt leuchtet hier ein Signal. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache gleich damit den Änderungsantrag, den wir mit dazu eingestellt haben. Änderung der Beherbergungssteuersatzung. Die Grundlage für den Verwaltungsantrag ist soweit klar. Aufgrund eines Gerichtsurteils ist es zulässig, auch Geschäftsreisende für die Beherbergungssteuer mit zur Kasse zu bitten. Bisher gibt es eine Trennung zwischen Privatreisenden und geschäftlich Reisenden. Das oder woran liegt das, dass das hier immer hin und her geht? Privatreisende müssen 6% Beherbergungssteuer müssen für die abgeführt werden durch die Beherbergungsbetriebe. Geschäftsreisende können auf Nachweis befreit werden. Das macht etwa 35% der Dresdner Übernachtung. Der ganze Prozess ist sehr bürokratisch. Man braucht einen Nachweis der Steuerbefreiung. Das muss erfasst werden. Die Beherbergungsbetriebe müssen es auswerten, abrechnen gegenüber der Stadt. Das Ganze macht einen hohen Mehraufwand. Daher ist eine einheitliche Behandlung auch für uns ein gangbarer und sinnvoller Weg. Aber die Gruppe zu vergrößern, ohne den Steuersatz zu reduzieren, ist letztlich eine deutliche Steuererhöhung. Die Einnahmen aus der Beherbergungssteuer sind bereits viel höher, als die Stadt in den Tourismus zurückinvestiert, was ja eigentlich die Intention ist. Der Tourismussektor ist immer noch stark durch Corona geschwächt. Dresden steht im Wettbewerb zu vielen anderen Reisezielen. Der jetzige Vorschlag bedeutet eine Kostensteigerung für die Gäste und ist letztlich nachteilig für den gesamten Dresdner Tourismussektor. Die Stadt hat Rekordeinnahmen, immer mehr Einnahmen schaffen auch immer neue Ausgabenwünsche. Dem stehen wir entgegen. Der Änderungsantrag zum Haushalt zeigt, dass genügend Spielräume da sind. Wir fordern als FDP-Fraktion mit unserem Änderungsantrag im Gegensatz zur Ausweitung auf alle Gäste den Steuersatz von 6% auf 4,5% einheitlich zu senken. Dies ist entsprechend für die Stadt aufkommensneutral gegenüber den Einnahmen der letzten Jahre. Das ist entsprechend der Verwaltungsvorlage im Anhang auch vorgerechnet. Gleichzeitig nehmen wir die Vorteile mit, dass die Bürokratie für den Nachweis sowohl für die Beherbergungsbetriebe als auch für die Stadt entfällt. Zum anderen bleiben die Gesamtsteuern für die Tourismuswirtschaft gleich. Entsprechend bitten wir um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag und um Zustimmung dann zum geänderten Antrag. Vielen Dank. Als Nächstes ist Fraktion Die Dissidenten an der Reihe. Herr Schmählich. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, mit der FDP sind wir uns in einem Punkt einig. Es ist gut, dass an dieser Stelle die unsägliche Belastung auch für die Beherbergungsbetriebe nun endlich mal vorbei ist. Damit endet aber auch schon die Einigkeit. Denn die Chance, die uns hier der Bundesgerichtshof gegeben hat mit dem Urteil, ist eine Chance nicht nur auf weniger Bürokratie, sondern auch eine fast ungerechtfertigte Behandlung zwischen Geschäftsreisenden und Privatreisenden zu beenden. Zumal es auch für die Geschäftsreisenden, weil in den meisten Fällen als Betriebsausgaben abgesetzt werden kann, auch keine persönliche Belastung darstellt. Deshalb ist es richtig, dass die Verwaltung uns relativ schnell nach dem Urteil diese Vorlage auf den Tisch gelegt hat und wir heute die Chance haben, auch diese Ungerechtigkeit, die in der Vergangenheit da war, zu beenden. Im Übrigen, die Korrelation zwischen Beherbergungssteuer und der Bereitschaft der Menschen, eine Stadt zu besuchen, wie ja eben gerade vom Kollegen Blödner behauptet, ist durch nichts bewiesen, durch nichts, ganz im Gegenteil. Man muss sich immer die Frage stellen, die Entscheidung, eine Stadt zu besuchen, ich sage es bewusst auch touristisch zu besuchen, fällt nicht an der Frage, wie viel Bettensteuer ist, sondern wie viel Gesamtausgaben maximal noch
wenn nicht die Schönheit der Stadt sowieso alles überwiegt, maximal noch nach dem Kriterium, wie ist die Gesamtbelastung. Und da wissen wir, dass Dresden, gemessen an anderen Städten dieser Größenordnung, eigentlich ein relativ preiswertes Hotelpreisniveau hat. Und von daher besteht auch gar keine Notwendigkeit. Und lassen Sie mich abschließend noch eine Bemerkung machen. Ich höre hier immer haushaltstragende Fraktionen und dann kiekst es und da ist die FDP auch mit dabei. Also wie verantwortungsvoll ist eigentlich eine sogenannte haushaltstragende Fraktion, die eigentlich, wenn es um steuerliche Abgaben, um Einnahmen der Stadt geht, auf allen Ebenen, ob es um Parken geht oder ob es zum Beispiel um die Beherbergungssteuer geht, eigentlich immer nichts anderes zu tun hat, als zuzusehen, dass die Stadt möglichst wenig Einnahmen hat. Das kann doch nicht ernst sein. Die FDP ist es auch immer wieder gewesen, die gerade bei Corona großen Wert darauf gelegt hat, dass besonders betroffene Gruppen, die Gastronomie, die Veranstaltungsbranche, durchaus auch mit Vorteilen und mit Subventionen belegt wurden. Das heißt, wenn es um Subventionen geht in dem Bereich, da sind sie sehr schnell sehr laut. Wenn es aber darum geht, dass die Stadt und die Kommune auch Einnahmen erzielt, dann schlagen sie sich in die Büsche, das ist inkonsequent und deshalb hoffe ich, dass diese Vorlage unverändert hier die Zustimmung des Stadtrates findet. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion verzichtet. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, die Historie der Beherbergungssteuer ist ziemlich genauso lang wie auch der Widerstand gegen diese. Als wir als Stadt Dresden am 1. Juli 2015 eine rechtmäßige Satzung in Kraft gesetzt haben, lag ja auch schon gleich dann die erste Normkontrollklage dann gegen diese vor. Das OVG Bautzen hatte sich damals dann sehr deutlich geäußert und lehnte diese Klage im Oktober 2016 ab und bestätigte damit auch dann diese Rechtmäßigkeit. Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes in diesem Jahr, am 22. März, wird natürlich dann auch diese Steuerpflicht sogar noch auf die bisher freigestellten Berufstätigen ausgeweitet. Im Sport nennt man das ein klassisches Eigentor dann dieser Kläger dann. Wenn sie es nicht getan hätten, hätten sie vielleicht dann doch noch was getan, zumindest dann für die Berufstätigen. Was sind jetzt eigentlich diese Argumente der Kläger und auch dann der Kritiker an einer Beherbergungssteuer? Da wird davon gesprochen, dann unverhältnismäßig hohe Belastung dann der Hoteliers und Übernachtungsbetriebe gegenüber anderen Tourismusbereichen, ein Rückgang der Übernachtungszahlen, weil ja dann der Hotelpreis sich extrem verteuern würde und so weiter. Was ist dann die Tatsache gewesen? Wir haben trotz Einführung 2015 der Beherbergungssteuer bis 2019, also bis vor den Corona-Jahren, eine zunehmende Übernachtung oder eine Zunahme der Übernachtungszahlen sehr kontinuierlich dann bis sogar zu einer Spitzenübernachtung 2019 erreicht. Scheint ja doch nicht so schlimm gewesen zu sein, die Übernachtungsabgabe zu bezahlen. Genau, der Aufwand hat sich natürlich dann für die Übernachtungsbetriebe immer sehr hoch getan, weil sie natürlich dann genau feststellen mussten, ist es eine private Übernachtung, ist es eine berufliche Übernachtung. Das hat sich jetzt mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil letzten Endes auch erledigt dann. Wir haben eine deutliche Verbesserung, Vereinfachung dann, diese Feststellung fällt weg und wir haben eine Verbesserung dann der Einnahmesituation um genau 4 Millionen Euro ab 2024, so zumindest die Prognosen aktuell. Und das bedeutet für die Stadt Dresden natürlich dann, dass sie genau dieses Geld, was wir dann auch einnehmen werden, sowohl in die Attraktivität dann dieser Stadt, als natürlich auch im Grundsatz dann auch für touristische Reiseanlässe dann für eine Verbesserung wieder einsetzen können, was da durchaus auch dann den Hotelbetrieben wieder zur Verfügung steht oder um im Prinzip dann auch wieder Übernachtungen hier nach Dresden zu holen. Also von der Seite her ist da wirklich die Frage, warum eine FDP an dieser Stelle eine Absenkung bringen will. Will sie diese Stadt sozusagen nicht mehr attraktiv halten dann? Will sie Investitionen dann, die wichtig sind in soziale Infrastruktur dann auch sozusagen weniger dazu mit bezuschussen dann, soll sozusagen die DMG weniger Geld bekommen dann. Also was ist eigentlich sozusagen Ihr Anlass dann? Den haben Sie uns noch nicht erklärt. Aus dem Grunde bitten wir auch dann darum, dann diesen Antrag abzulehnen, der Vorlage der Verwaltung, so wie sie uns vorgelegt worden ist, die Zustimmung zu geben und letzten Endes dann auch diese Rechtmäßigkeit dann noch mal mit zu bestätigen. Vielen Dank.
Als nächste Fraktion, Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, hin und wieder fahre ich ja privat in den Urlaub. Und das geht dann so, dass ich zu Hause diskutiere mit meiner Frau und so gut es geht mit dem Kind, wo wollen wir denn gerne hin? Da spielen viele Aspekte eine Rolle, aber die Frage, ob dort, wo wir hinwollen, in dem Hotel eine Bettensteuer anfällt, hat noch nie eine Rolle gespielt. Nicht ein einziges Mal. Ich muss auch manchmal dienstlich verreisen. Wenn ich zum Beispiel dienstlich nach Berlin fahre, wo wir mit verschiedenen Stadtbezirken Verhandlungen führen müssen, dann entscheidet sich die Wahl meines Hotels danach, wo der letzte Termin an dem einen Tag ist und wo der erste Termin am nächsten Tag ist. Ob ich in der Stadtmitte das Hotel suche oder am Stadtrand. Noch nie hat die Frage eine Rolle gespielt, ob ich dort eine Übernachtungssteuer bezahlen muss. Noch nicht ein einziges Mal. Es sind pragmatische Gründe, die dazu führen, dass ich irgendwo hinfahre und wie ich mir das Hotel aussuche. Die Frage, ob dort eine Steuer enthalten ist, ist unwichtig. Und ich denke, das geht den meisten Leuten so. Ich habe ein Problem mit diesem ausschließlich ideologisch motivierten Antrag, den die FDP hier als Änderungsantrag einbringt. Da steht nämlich Steuer drin und dann springt die FDP auf und sagt nein, ganz ideologisch. Und ich finde das richtig ärgerlich, denn was sie sagen ist Folgendes. Weil jetzt Menschen, die in die Stadt kommen, beruflich bedingt, auch etwas bezahlen sollen. Deswegen sollen Menschen, die unsere Stadt besuchen, als Urlauberinnen und Urlauber, etwas weniger bezahlen müssen. Warum? Warum? Mit welcher Begründung? Nicht ein einziger Dresdner Bürger, nicht eine einzige Dresdner Bürgerin hat von dieser Steuer einen Nachteil. Und selbst von denen, die herkommen, hat kaum jemand einen Nachteil. Erstens aus den Auswahlgründen, die ich geschildert habe. Zweitens deswegen, weil diejenigen, die beruflich in eine andere Stadt fahren, in der Regel allermeistens das von ihrem Arbeitgeber erstattet kriegen. Wer also hat genau einen Nachteil? Und diejenigen, die aus beruflichen Gründen in der Stadt Dresden übernachten und für die tatsächlich dieser Aufschlag der Steuer nicht tragbar ist, die könnten als erstes in ein niedriger, weniger kostenes Hotel gehen. Wäre kein Problem. Also ausschließlich diejenigen, die bisher schon in den untersten Preiskategorien übernachten und beruflich hier sind, die wären betroffen. Wir haben im Ausschuss gefragt, ob es für diese Gruppe eine Ausnahmegenehmigung geben kann und den sozusagen langen Bandwurmsatz gehört, das ginge nicht. Hätte ich mehr Zeit und wäre nicht so viel anderes zu verhandeln, sagen könnte man sich vielleicht mal drum kümmern, mal sehen, ob unsere Fraktion dazu Zeit findet. Und das allerletztes, sagen, will ich noch an einer anderen Stelle dem Ganzen nähern. Noch nie hat die FDP sich hier so empört, wenn es zum Beispiel um Kita-Gebühren geht, die steigen. Kein einziges Mal habe ich die FDP gehört, die gesagt hat, nein, Fahrpreise wollen wir nicht erhöhen. Es ist ihnen immer egal. Aber wenn ein Wort Steuer drinsteht, dann springen sie auf und dann geht für sie die Welt unter. Und ich finde das wirklich ärgerlich. Es ist sehr ungesund, so eine Haltung zu vertreten. Vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme mal das Ergebnis vorweg. Mach's mal nicht ganz so spannend. Die CDU-Fraktion wird dem Ausschussbericht zustimmen und damit der Vorlage ebenfalls seinen Segen geben. Ich möchte das begründen. Wir sind ja als Fraktion nicht die Freunde der Beherbergungssteuer. Wir haben sie seinerzeit, als sie beschlossen wurde, nicht mitgetragen. Und das hatte für uns auch gute Gründe. Ich will sie vielleicht noch mal nennen. Maßgeblich war für uns, dass wir den Dresen des Hoteliers nicht zur Zahlstelle der Steuer machen wollen. Wir hatten gute Gründe zu sagen, dass eine Beherbergungssteuer keinen Spaß macht für den Touristen und zusätzliche Kosten erzeugt. Und wir sind auch der Meinung, dass aus der Bettensteuer zu wenig zurückfließt in den Tourismus. Und ich denke, das waren unsere Gründe und die gelten nach wie vor. Gleichwohl hat hier eine Mehrheit die Steuer beschlossen und das ist dann auch so. Ich habe im Übrigen immer dann, wenn das Thema der Beherbergungssteuer hier im Rat erneut auftauchte, versucht mal Mehrheiten auszuloten zu der Fragestellung, können wir sie auch abschaffen? Also das
Die langfristige Überlegung könnte ja sein, können wir sie abschaffen? Aber es ist natürlich regelmäßig daran gescheitert in den Gesprächen, die ich geführt habe, dass wir keine Kostendeckung haben dafür, weil wir an anderer Stelle dann auf der Ausgabenseite kürzen müssen. Und das funktioniert nicht und deshalb muss man einfach konstatieren, es gibt aktuell hier im Rat keine Mehrheit für eine Abschaffung der Beherbergungssteuer. Und jetzt hat uns das Bundesverfassungsgericht, aufgegeben, dass die Ungleichbehandlung zwischen den Beherbergungen, die beruflich initiiert sind und privat, dass diese aufgehoben wird und die Möglichkeit gegeben ist, diese Ungleichbehandlung zu beseitigen. Und genau das schlägt die Verwaltung vor. Und diesem Vorhaben werden wir uns nicht entgegenstellen, sondern werden das entsprechend hier auch mit unseren Stimmen entsprechend passieren lassen. Dem Änderungsantrag der FDP stimmen wir nicht zu, wenn es darum gehen soll, die Beherbergungssteuer abzuschaffen oder die Einnahmen aus der Steuer zu senken, dann müssen wir uns grundsätzlich unterhalten und dann braucht es einen vernünftigen Gegenfinanzierungsvorschlag und dann muss auch klar benannt werden, wo diese Einnahmen dann auch auf der Kostenseite ausgeglichen werden. Vielen Dank. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein, sieht nicht so aus. SPD das Wort gewünscht? Auch nicht. Dann sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön, Herr Lammel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, waren ja doch einige Wortmeldungen, die mich darum ermutigt haben, doch mal das Wort hier zu nehmen, um da so ein paar Sachen zu klären, die hier gesagt worden sind. Also zunächst mal war die Frage von der linken Seite gestellt, wer Nachteile hat, wenn Steuern erhöht werden. In dem Fall, Arbeitgeber hat Nachteile, wenn er höhere Betriebskosten hat. Auch wenn er nachher steuerlich dafür was geltend macht, es wird teurer dadurch. Und ob dadurch eine Stadt attraktiver wird, wenn etwas teurer wird, bezweifle ich. Erste Antwort. Zweitens, Privatleute. Es war die Frage gewesen, naja, wir müssen, wie ich so gehört habe von der linken Seite, wer haushaltstragend ist, der muss auch dafür sorgen, dass möglichst viel Geld reinkommt. Ich würde mich freuen, wenn haushalttragend heißen würden, sparsam mit Geld umgehen. Das wäre die Aufgabe. Bei der CDU weit weg schon, weit. Ja, macht hoch die Tür macht weit, es kommt das Geld der Herrlichkeit vom Steuerzahler. Eine Bodenlosigkeit, das neue Weihnachtslied der haushaltstragenden Fraktion. Und jetzt frage ich natürlich, okay, der Staatshaushalt, ich rede jetzt. Dankeschön. Also, wenn die Herren da von Pharisäern sprechen, bezeichnend. So, jetzt haben wir 10% Steuererhöhung. Wir haben 10% Steuer, wir haben 10% Inflation. Ist das richtig? Wenn wir 10% Inflation haben, geht natürlich auch die Einkommenssteuer, die Inflation auch nach oben mit sozusagen den zukünftigen höheren Einkommen, ohne dass der Finanzminister des Bundes das in der Weise ausgeglichen hätte, wie sein müsste. Gewerbesteuer geht auch durch Inflation nach oben. Natürlich ist das so. Ja, alle Steuern gehen durch Inflation nach oben und machen den Mittelstand arm. Und dann beschwert ihr euch, dass irgendwann mal eine Steuer um ein paar Mühe gesenkt wird. Das ist wirklich katastrophal. Und das muss hier mal gesagt werden. Die linken Parteien sind eine Steuererhöhungspartei. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wir haben einen Änderungsantrag vorliegen der FDP, den Satz von 6 auf 4,5% zu senken. Wer dem folgen will, der müsste jetzt mit Ja stimmen. Zehn Ja, 53 Nein, eine Enthaltung, damit abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
43 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung, damit so beschlossen.